For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Meine lieben Freunde, zum dritten Spiel der ersten Runde der ersten Chaos Crew Battles. Da werden ja mit Sicherheit noch weitere kommen, denke ich, hoffe ich. Ich bin Chrome heute zum Kommentieren hier da. Und dabei habe ich das Krümelmonster, so wie sich das anhört. Entschuldige, die Elfknochen knacken etwas. Du sitzt gerade also an deinem Frühstück. Nee, ich bin gerade fertig. Wir können anfangen. Und zwar befinden wir uns hier im Hades. Ganz schön warm hier. Kuschelig. Dabei haben wir Karons und so viele Seelen überall. Die machen einem echt Angst. Quick! Da fühle ich mich ganz unwohl, wo wir doch keine haben. Moment, ich glaube, meine läuft da hinten. Komm zurück! Die ist schon lange weg, da ist keine Hoffnung mehr. Verdammt. Begleitet werden wir dabei von Karons Jüngern, die hier anscheinend zu Hause sind. Und die haben heute vor, als Chaos-Rasse. Ja? Ja? Das ist eine Chaos-Rasse. Chaos-Team. Gegen ein Skaven-Team anzutreten. Das geführt wird von dem großen, weisen, mysteriösen Polluter. Oder ist zu zertreten. Oder vielleicht zertreten die das auch. Und angeführt werden Karons Jünger dabei von Flash, beziehungsweise Unreal Flash, wie er als kompletter Trainer heißt, aber das ist mir zu kompliziert, deswegen nicht nur Flash. Und dann würde ich einfach mal sagen... Da dir ja auch der Unterschied zwischen Ace und Hefe zu kompliziert ist, lassen wir es dabei. Ich find Ace als Name viel cooler. Aber da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch. Dann würde ich mal sagen, einfach, ne, zack, geht's hier so, zack, 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 los und so. Dafür, dass das hier der Hades sein soll, muss ich allerdings sagen, sieht das noch relativ gemütlich aus. Ja, und die stehen alle so entspannt. Aber die haben bestimmt auch alle schon keine Seele mehr und sich schon dran gewöhnt, also. So als Tier und Taurus, also Tiermenschen und Ochsen, hätte ich glaube ich ganz andere Sorgen. Weiß ich nicht, zum Beispiel, wie kriege ich meine Hörner schön poliert? Oder wie kann ich mit meinen Hörnern vernünftig im Bett liegen? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ne? Ich meine, die würden mir garantiert die Matratze zerlöchern. Das wäre gar nicht schön. Und hier sehen wir noch ein paar mehr seelenlose Experimente aus Ratten und ich weiß nicht, naja. Menschen. Sind halt Skaven, ne? Anstoß der Chaos. Leute, Karons Jünger. Die natürlich den Ball direkt vor die Skaven schmeißen. Die müssen auch nicht lange auf sich warten lassen und
einen Pass spielen, um sich dann hinter ihren eigenen Reihen zu verschanzen. Manchmal muss das einfach sein. Und da schafft es sogar ein Gossenläufer, ein Tiermenschen vom Feld zu fegen. Autsch. Sehr gut, sehr gut. Gaben vor, noch ein Touchdown. Und damit ist natürlich die Bahn frei für den Mann, die Ratte mit Ball. Das Ding. Das Ding mit Ball. Und da ist der Erste da. Nein. Genau. Er hat anscheinend einen Krampf gekriegt. Vor der letzten Touchdown-Zone. Das oder ist natürlich keine Lust mehr oder man weiß es nicht. Er ist einfach nicht da. Da wird hier nochmal ein bisschen rumgeschoben. Aber jetzt haben sie den nächsten Zug. Das heißt, jetzt können wir uns darauf vorbereiten, dass jetzt hier noch ein bisschen gelaufen wird, bevor natürlich dann der Touchdown dann eingeleitet wird. Und da... hat der keine Lust mehr, oder was? Nee, also, da hatte bestimmt einer Käse auf der Tribüne. Da muss ich ja mal fragen, macht das Sinn? Was ist deine Meinung dazu? Warum macht man sowas? Ich verstehe das ja nicht. Naja, es ist ganz einfach. Die Skaven haben ein Riesenproblem, und zwar werden sie ganz schnell von irgendwelchen großen Chaoskriegern, die durch die Gegend laufen, totgeprügelt. Und es wäre sehr uncool, wenn das passiert, also wenn man dann noch so viel Zeit übrig hat, dass der Gegner noch genug Touchdowns machen kann, um selber zu gewinnen. Also ein bisschen Zeit schinden ist nicht unbedingt die schlechteste Taktik. Außerdem hätte der Chaoskrieger, also der Chaosspieler, sich ja auch bemühen können, möglichst viel Druck auf den Ball auszuüben, dann wäre der Touchdown garantiert früher gekommen. Jetzt versucht er sich das Chaos-Team selber am Ball, aber irgendwie scheinen die da eine Aversion zu haben. Da ist die entscheidende Szene ja gar nicht zu sehen. Und zwar haben die Skaven schon vor dem Anpfiff angefangen und sind einfach mit ihren Leuten über die Flanken reingerannt und haben so den Spieler sehr unter Druck gesetzt und machen so noch einen 2-0-Touchdown. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Interessant ist nur, dass den Trainer ziemlich egal ist, dass die Skaven anfangen, bevor er angepfiffen hat. Aber hey, ich meine, hey, Schiedsrichter und so. Puh. Und da geht's jetzt genauso weiter wie mit den Skaven. Die Versuche, Bälle aufzuheben, scheinen irgendwie nicht ganz zu klappen. Du meinst die Skinks? Ja, die Skinks. Entschuldige mich. Damit gehen wir dann in die zweite Halbzeit. Ohne, irgendwelche Punkte von den Chaos-Leuten. Ich will immer Chaos-Crew sagen. die würde auf dem Platz vermutlich auch keine Punkte machen. Also. Nein, definitiv nicht. Vor allen Dingen nicht gegen solche Rattenmutationen. Obwohl, wenn wir da dann auftauchen in unserer Payday-Manier. Und einfach alles niederschießen. könnte funktionieren, ja. Das könnte funktionieren. So, jetzt haben sie es doch tatsächlich geschafft, den Ball aufzuheben. Und damit warpen sie sich direkt in den 11. Zug. Mein lieber Mann. Und stehen jetzt natürlich hervorragend. Ein weiterer Warp in den 12. Zug anscheinend ist außer ein paar hinfallenden Skaven dazwischen nicht sehr, sehr viel passiert. Jetzt wird noch einmal hier abgesichert. Es könnte ja was passieren. Was macht man denn bitte auch gegen einen Vollspeed-Angriff von behörnten Chaos? Wenn man da so eine kleine Ratte ist. Also man versucht halt möglichst die Wege zuzustellen, aber viel entgegenzusetzen hat man da einfach nicht. Und deswegen kommt hier der erste Touchdown! Der Jünger. Ja, 2-1. Sie müssen immer noch einen machen. Ob die Zeit reicht, wir werden es sehen. Um den Ausgleich zu machen und zu schaffen. Dann haben sie noch nicht gewonnen. Allerdings ist die Verletzungsbank der Skaven leicht groß. Jetzt wissen wir auch, was in den Zwischenzügen passiert ist und warum die Jünger nicht abgehalten werden konnten. Tod denn und Vernichtung. Jetzt erklärt sich auch, warum das so viel Sinn macht, auf Zeit zu spielen als Skaven, damit genau das nicht passiert. Oder zumindest zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, und jetzt hier noch ein Pass der Skaven, der allerdings fehlschlägt. Aber da kommt dann auch noch Unfähigkeit hinzu. Können die sich nicht zurückholen. Da ergreifen die Chaos
Jünger die Chance und sprinten wieder vor die gefährlich nah vor die Touchdown-Zone. Jetzt nur noch zwei Züge zu spielen. Beziehungsweise ein Zug. In einem Zug muss jetzt der Trainer der Chaos-Jünger da, der Charons Jünger, es schaffen. Allerdings stellen sich ihm die Skaven da in den Weg. Das ist jetzt die entscheidende Blitzaktion. Kann und er es schaffen? Er läuft und er schiebt. Er schiebt, aber immerhin... Er schiebt. Ist das er damit... hätte er sich besser sparen sollen. In den Tackle-Zone. Allerdings scheint sich da der Flash wieder rausprügeln zu können. Zack, und damit steht sein Ballmann wieder komplett frei in dem letzten Zug. Und damit macht er noch den Ausgleich im letzten Zug. 2:2 steht es zwischen den Jüngern, den Chaos, Charons. Ich komme immer mit Chaos und Charon durcheinander. Viel zu kompliziert ist der Name. Das Chaos-Team. Zwischen dem Chaos-Team und dem Skaven-Team. Und damit endet dann natürlich jetzt auch das dritte Spiel der ersten Runde. Da würde ich dann mal sagen, Experiment missglückt. Das ist ja auch ein ziemlich komisches Experiment gewesen, ne? Ja. Muss man sagen. Also, aber sie haben sich ganz gut gehalten. Ich hätte gedacht, dass sie das verlieren. Ich wollte auch sagen, gegen so ein schlagstarkes Team wie dieses Chaos-Team ein Unentschieden hervorzubringen, ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Natürlich sind denen auch viele Spiele auf dem Weg verloren gegangen. Das wird natürlich interessant für die zweite Runde, weil... Ja, genau wie bei den Zwergen, können die aus diesem tiefen Loch wieder raus, das ist halt die Frage. Ja, okay, die Skaven haben jetzt 2:2 gespielt, allerdings, wie gesagt, es fehlen ihnen Spieler fürs nächste Match. Wir werden sehen. Also spannend. Und wenn ihr wie zum Beispiel das Spiel gegen die Zwerge und warum es denen so schlecht geht, nicht gesehen habt, könnt ihr gerne nochmal über einen Link, den wir reinmachen, zurückgehen auf das Ankündigungsvideo der ersten Zusammenfassung, wo alle anderen Links sind und ihr auf alle anderen Spiele zugreifen könnt. Oder ihr seid schon in der Wiedergabeliste, dann könnt ihr einfach rechts da das nächste Spiel raussuchen. Oder aber ihr habt schon alle anderen Videos gesehen oder es reicht euch dieses, dann könnt ihr direkt jetzt auf die Endzusammenfassung rübergehen, wo nochmal alle Ergebnisse gezeigt werden und die Zusammensetzung, die Begegnung der zweiten Runde bekannt gegeben werden. Und bei diesen ganzen Links und komischen Gedöns, was ihr da habt, könnt ihr natürlich auch auf den schönen Daumen hoch klicken. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Das würde uns sehr gefallen, weil dann wissen wir auch, dass wir irgendwie was halbwegs Vernünftiges machen. Ja, vielleicht. Oder es zumindest euch ein bisschen gefällt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. So sehr, dass unsere Herzen warm werden und wir vielleicht noch heute rausgehen und einen Menschen einfach umarmen, nur weil wir uns so froh fühlen. Ja, genau. Es wirst aber nicht du sein, also nicht von mir. Oh. Ich sagte ja auch rausgehen. Ja, und du sagtest Mensch, das heißt, du fällst raus. Mit diesen Worten geben wir zurück ans Studio. Übergeben wir euch eigentlich die Macht, wohin ihr zurück wollt. Oder aber ihr noch wollt. Bitte übergebt euch nicht. Ja, bitte nicht. Bitte übergebt euch nicht von der Macht. Es ist viel Verantwortung, aber ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Ihr schafft das. Du schaffst das. Genau du. Sehr gut. Weiter so. Also, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.